Wieso so glaubt mir doch der Mensch? Was du nicht sagst, Abby. Das wird dir keiner glauben. Hoffentlich geht's Yara gut. Hoff noch mal. Ja, die suchen uns ja, ne? Suchen nach dir. Was hast du gemacht? Gar nichts. Du solltest doch da bleiben. Es ging nicht. Deine Freunde sind hier überall. Hast du die Sachen? Ja. Jetzt sollten wir machen, dass wir hier wegkommen. Hey. Geh nach. Gut. Ja, in das Boot steigen wir auch gleich ein, meine Freunde. Ich muss erstmal dieses Vieh verdauen. Oh, ich bin gleich wieder da. So, da ist er wieder. Wieder hier. Ich weiß nicht, ob es ihr auch gut geht oder ob sie schon tot ist. Warteraum. Hey, Alice. Hey. Willst du sie streicheln? Ist okay. Schön. Fertig. Du kannst jetzt zu ihr, wenn du willst. Mhm. Kommt sie wieder in Ordnung? Ja, kommt sie. Hey. Es sind nur Kinder. Ich weiß. Was ist mit uns passiert? Vielleicht haben wir aufgehört, nach dem Licht zu suchen. Habt ihr ja. Vielleicht. Ich werde mal nach dem Mädchen sehen. Okay. Sie lebt noch. Und der Arm ist ab.
Und jetzt? Na, wie oft denn noch den Gang? Wir kennen. Eine Rückblende mit dem Papa. Seattle, Tag 3. Wir alle wissen, was in Tag 3 passiert. Owen? Ich bin's nur. Warum bist du noch wach? Ich hab Yaras Verband gewechselt. Unglaublich, wie gut sie sich hält. Naja, Scars sind hart. Worüber streiten sie sich? Löffel nicht weg aus Seattle. Hat eine Murmel dran. Eine ganz schöne, die gesagt, sie können mit nach die Mail des Feld. Barbara. Das ist typisch Owen. Ich dachte, du hättest ihm das inzwischen ausgeredet. Eigentlich werde ich mitgehen. Aber nicht, wenn du mitkommst. Was? Hä? Ihm kannst du vielleicht was vormachen. Aber mir nicht. Ich mache niemandem was vor. Isaacs Topscar-Jägerin entdeckt plötzlich ihr Herz. Und das hat nichts mit Owen zu tun, ja? Ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Du bist echt scheiße, Abby. Warst du schon immer. Jetzt hat sie es dir gesagt, du kannst ne? Mich mal. Du willst den Kindern was Gutes tun? Dann lass sie in Ruhe und verarsch sie nicht auch noch. Cooles Shirt. Bist du okay? Was macht der Arm? Es ist besser als heute Morgen. Hat Lev sich beruhigt? Das wird er noch. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ziemlich sauer. Klar. Er ist da lang gerannt. Sie kann es ja nicht mehr zeigen, ne?
Lev! Ja, pfeifen können sie. Lev! Komm bitte zurück! Warum will Lev nicht nach Santa Barbara? Er sorgt sich um unsere Mom. Was sie unseretwegen mit ihr machen. Fiesta Sollte Bay. Er sich denn sorgen? Er muss Fiesta sich auf interaktive Erlebnis gut. In dem Bereich waren wir ja noch passieren. Nicht. Manchmal müssen Eltern für die Sünden ihre Kinder büßen. Die Ohrenquellen von Colocate. Sie wird das durchstehen. Gibt es Wege, ihr zu helfen? Er kann sie nicht zum Gehen überreden. Niemand könnte das. Mich beschäftigt mehr, was sie mit ihm anstellen könnte. Lev! Lev! Es tut mir leid! Lev, komm schon raus! Lev! Tschüss, Frau Köhle. Lev! Lev! Bitte komm her! Lev! Weißt du, ich frag mich, ob er die gesehen hat. Er liebt Haie. Liebt Haie und hasst das Meer, hm? Er war wirklich offen zu dir. Unsere Todesangst hat uns verbunden. Er meinte, du warst sehr mutig. Er lügt. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Musst du nicht. Ich hab's für mich getan. Sharks, Haie. Das? Lev! Bist du hier drin? Hey, ist okay. Ist okay. Sie will nur spielen. Hey, Mädchen. Was hast du da? Sie tut dir nichts. Okay, pass auf. Holz, Mädchen. Ich glaube, sie will, dass du nochmal wirfst. Okay, einmal noch. Ja, so schön. Jetzt will Yara werfen. Willst du auch mal? Das wäre keine gute Idee. Na komm, einmal. Sie beißt mich doch nicht, oder? Nein, versprochen. Kann ich nochmal? Das würde ihr bestimmt gefallen. Ach, das ist schön. Wir sollten weiter nach ihm suchen. Ja, so sehe ich das auch. Steckst du? Denkst du, wer könnte... Kind zweifelhaften Geschlechts. Wenn sie ihn so sieht, erwürgt sie ihn mit bloßen Händen. Was hat er dir erzählt? Nicht viel. Aber eure Leute, sie nannten ihn Lily. Hm.
Lange Zeit habe ich nicht verstanden, warum er die Regeln anzweifelt. Die Tradition. Als er mir erzählte, was er empfindet, sagte ich ihm, er muss es für sich behalten. Ich hoffte, das legt sich wieder. Eine Zeit lang war es okay. Dann schor er sich den Kopf. Wie einer der Männer. Das war Selbstmord. Dann seid ihr weg? Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so dumm. Hey, ich hab 'ne Idee. Suchen wir was Schönes für ihn. Was meinst du, warum er es getan hat? Den Kopf rasiert, meine ich. Letzte Woche hat er seine Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Er wollte Soldat sein, wie ich. Aber sie haben beschlossen, er wird die Frau eines der Ältesten. Es ist Tradition. Armes Kind. Wo ist Santa Barbara? Das ist in Kalifornien. Wo ist Kalifornien? Die große Banane. Also, das ist Seattle und das ist Santa Barbara. Und unsere Insel? Die ist zu klein, aber sie wäre hier oben. So weit. Ja. Gut. Wyoming ist irgendwie hier in der Mitte, richtig. Runtergepackt ist. Okay. Hier muss es noch irgendwas geben. Was Besseres als diese Shirts. Finde ich auch. Die Pecan? Das ist süß. Siehst du was, das sich lohnt? Nein. Such weiter. Haben aber einen coolen Unterschlupf. Muss ich schon offen und ehrlich zugeben. Dann halt nicht.
Ja, und jetzt? Ah, hier ist noch was. 1 gemeiner Hai. Wie wär's hiermit? Das ist perfekt. Man liegt falsch, weißt du. Du bist ein guter Mensch. Du kennst mich nicht. Wenn du wüsstest. Ja, wenn du wüsstest. Abby, kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört. Na klar, mein Aquarium, mein Zeug. Nur ein Witz. Nimm dir, was du willst. Du nicht. Hast du Lev gesehen? Ja, er war gerade da hinten. Kann ich mit dir reden? Ich komme nach. Sie dachte, ich meine das ernst. Ich und Kinder. Ja. Aber dich mögen sie. Also, du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht. Wieso? Du weißt wieso. Wir können das hinkriegen. Es ist zu spät. Nein, nein, es ist nicht. Ich weiß. Es ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Aber wir könnten glücklich sein. Abby. Wir dürfen glücklich sein. Hast du das gehört? Was hat er vor? Er will zu ihr. Zu wem? Seiner Mom. Sie wird ihn umbringen, Abby. Ist das Boot fertig? Noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wir nehmen ein Boot aus dem Yachthafen. Hey, sie ist frisch operiert. Mir geht's gut. Nur sie kann ihn finden. Ich komme mit. Owen? Sie wollen auf die Insel. Ja, eben. Ich lass sie nicht allein gehen. Doch, das tust du. Ich kann helfen. Ja, indem du das verdammte Boot klar machst. Setz Prioritäten. Ja, gehen wir. War klar. Da ist der Yachthafen. Wie geht's dir? Alles gut. Okay. Nutzen Wolves diesen Ort? Hier liegen ein paar unserer Boote. Okay. Das wird doch nicht. Hä? Dann halt so. Ich hab dich. Ich schaff das. Auf geht's. Dann machen wir's halt zu. Vorsichtig. Also, wie kommen wir unentdeckt in dein Dorf? Es gibt Stellen am Ufer,
wo man heimlich anlegen kann. Und dann auf Nebenstraßen. Sind Sie sicher? Sicherer wird's nicht gehen. Meinst du, Lev ändert seine Meinung nochmal? Nein. Das ist zu still. Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich glaube schon. Er hat eine Schwäche für sie. Ich meine, sie ist seine Mutter. Ja, tja. Sie wird das anders sein. Ja, meine Mutter sagt auch immer, wenn ich meinen Kopf rasiere. Wie ich noch kann. Wie kommen wir von hier zum Yachthafen? Sieht aus, als müssten wir außen rum. Hier runter. Halt deinen Arm trocken. Es ist schon zu spät. Hier drüben. Stopp. Ich mach das. Ah, das habe ich ein bisschen vermisst. Okay, los. Die Boote sind auf der anderen Seite. Wir müssen zur Straße hoch und außen rum. Okay, klingt gut. Yara. Flasche. Ohne Notiz. Fanatisch. Ach, hier geht's noch weiter. Vicky, sei vorsichtig. Mein Boot wurde heute zweimal beschossen. Du solltest mit dem Kutter lieber weiter rausfahren. Es ist starker Seegang. Und du wirst vermutlich dein Essen wieder ausspucken. Aber das ist immer noch besser, als von einem Scar abgeknallt zu werden. Wir sollten lieber kämpfen, um den Brutplatz zurückzukriegen. Wenn ihr weiter so tief im Scar-Territorium eindringt, betteln wir ja förmlich um Ärger. Was zum Henker denkt Isaac sich bloß dabei? Vielleicht können wir nach dieser Schicht darum bitten, woanders zugeteilt zu werden. Ich schäle lieber alle Kartoffeln der Welt, als wieder hier erwischt zu werden. Bitte sei vorsichtig, wir sehen uns zu Hause. Kent.
Da lag ein Medi. Auf einmal uns vor eins von uns rein. Und nehmen das mit. Tommy sein.